Ja, und sofort weiter geht's mit Let's Play Tales of Vesperia. I know we gotta get out of town, but I'm dying here. You're just not used to a little morning exercise. It's not much further. Come on, Carol. Just how far are we going? I guess Heliord's our closest destination, so at least until there. What? Should we rest a little once we get out of the city? Agreed. Okay, okay. Now let's get moving. Ja, okay. Jetzt wissen wir, wo wir lang gehen müssen. Hey, you mind if I ask a question? I need to be sure of something. What is it? That big monster we saw? It was talking, right? Like our language. Yes. I heard it with my own ears. You all heard it too? I guess it wasn't my imagination after all. Who's ever heard of a monster that speaks a human language? Just what is that monster? Ja, okay. So, was müssen wir denn jetzt? Ah, darüber. Wir müssen erstmal so einen kleinen Einblick bekommen, wo lang wir müssen. Wir kämpfen auch jetzt nicht, weil. Naja. Agapurun ist jetzt eh aus, ne? What happened to taking a break? It's probably a good time. Looks like no one is following us anymore. How can you tell? Intuition, I suppose. Intuition? Anyway, we should be fine here. Let's rest for now. When we have time to take a longer rest, we've got to decide a few things about our guild. What is it with you and taking breaks? What do you hope to accomplish by starting a guild? Accomplish? I want our guild to become really big! And then someday we'll follow in the Dawn's footsteps and protect Dawngrest ourselves! That way, I can show him my gratitude for all the years he's defended the city! That's a wonderful dream, Carol. I'll just stick with the boss here. Huh? Boss? Me? You were the first one to bring up this crazy idea. I guess you're right. So, what's the first order of business? To calm down. Yeah! You make guild sound like fun. Why don't you join the guild as well, Judith? I wonder. Do you think they'd let me? The most important thing is obeying the guild's laws. Those who break the laws will be severely punished, even friends or family. The laws are the source of a guild's pride. No one can be admitted without making a solemn pledge to uphold them. And what are the laws of your guild, Carol? Everybody's supporting each other and always acting with the interests of the guild in mind. Striving to always do the right thing while punishing those who don't. What do you mean? All for the guild and the guild for all. Do justice and punish the unjust. Everyone's opinion will be valued, so long as it doesn't go against these laws. Yuri, that's just what I... Right, boss? All for the guild and the guild for all. Yeah, that's it. Those are our laws. It looks like these will be my laws from now on as well. Sure it's okay to make up your mind like that? Yes. You've got me curious. Well then? I pledge to uphold the laws. For the guild's sake. And... How about your partner? Thanks for your concern. But it's all right. He won't mind. Your partner? A friend I was traveling with earlier. Huh. I didn't know you had someone like that. Okay, so from today on, we'll be your new partners, Judith. I look forward to it. Me too. Oh.
Then I? Okay, let's call it a day for now. Yeah, I almost forgot how sore I am. Ja, geht weiter. Oh, Juri. Schläfst du nicht? Nein. Ist irgendwas? Nein, ich habe nur gerade über unseren nächsten Zug nachgedacht. Ja, es hatte nicht einmal gedacht, mit euch weiterreisen zu können. Ich versuche immer noch zu entscheiden, ob ich soll. Du wirst alles in diese Gilde legen, nicht wahr? Würde ja zu gerne mit den Stromen schwimmen, aber ich habe sie Flynn gegenüber erwähnt. Es gibt kein Zurück. Carol scheint glücklich zu sein. Ich bin etwas neidisch. Oh, möchte Ihre Majestät die Präsenz unserer bescheidenen Gilde beitreten? Wenn ich dich fragen würde, würdest du mich aufnehmen? Wenn du gut darüber nachgedacht hast, werde ich dich nicht aufhalten. Ja, du hast recht. Ich sollte gut darüber nachdenken. Nun, denk nicht zu sehr darüber nach. Hehehe. Wie kann ich mich entscheiden? Danke. Wofür? Du bleibst auf, um Wache zu halten, oder? Nein, ganz und gar nicht. Du weißt mir aus. Das sagt die Richtige. Ach, seltsam. Ich dachte immer, ich sei ziemlich gerade raus. Ernsthaft? Du hast doch nicht einmal den Grund genannt, weshalb du in die Gilde wolltest. Weil ich es nun mal wollte. Das ist alles? Nein. Solange sie den Regeln der Gilde nicht widersprechen, werden alle Wünsche respektiert. Richtig? Keine Sorge, ich sagte, ich halte mich an die Regeln. Und das werde ich tun. Aber auf meine Weise. In Ordnung. Aber eines Tages werde ich es dazu kriegen, mir den wahren Grund zu nennen. Danke. Fürs Wachhalten? Für das Gespräch. Will die uns? Wie, du schläfst nicht? Nein, ich habe über einen Namen für unsere Gilde nachgedacht. Ich lasse mir was Cooles einfallen. Klar, ich bin schon gespannt. Juri, Ich dachte gerade, wir haben unsere Gilde gegründet, ohne zunächst auf ihre Regeln zu schwören, oder? Ja, aber das haben wir doch vorhin getan, oder? Keine Sorge also. Gut. Juri, was ist? Hast du diese Regeln erfunden oder hast du irgendwo von ihnen gehört? Die sind mir so eingefallen. Warum sind sie nicht gut? Doch, doch. Nur... Das waren genau die Regeln, an die ich auch gedacht hatte. Ich bin wirklich glücklich, dass wir beide eine Gilde gegründet haben, Juri. Haha, jetzt wird aber nichts schmalzig. Haha, ist oh. Was ist? Ich habe einen Namen. Die super-ultra-tapferen Kämpfkrieger. Hahaha. Das hört sich ganz nach Captain Carol an. Welches, das nehmen wir. In Ordnung. Was? Bitte nicht. Lass mich den Namen aussuchen. Repeat. Du als Aufwache? Was? Also. Also, wir haben eine Gilde gegründet. Wir sind ein zusammengewürfelter Haufen, aber es wird schon. Wuff. Haha. Du bist unsere Nummer 2. Versuchst den Boss nicht so schwer zu machen. Wuff.
Du sollst das auch etwas ausruhen. Es kann Sinn, allein rauszugehen. Können wir es ausruhen? Wie auch immer, ich muss antworten, oder? Ja, ja. Lass uns alles geben. Ja. Hä? Was meinst du? Ich soll dir vertrauen, dass du auf uns aufpasst? Uff. Nein, mir geht's gut, keine Sorge. Ja, okay. Schlafen wir. In Ordnung. Dann ruhe ich mich etwas aus. Danke, Repeat. Macht der gute Repeat. I hope we can find some work to do now that we've made our guild. Easy, Tiger. So, Estelle, what are you gonna do? I want to go looking for that talking monster. If it was me he was after, I want to find out why. Don't feel like you'll be able to rest easy till you find out, huh? But how will you do that? How can you look for a monster if you have no idea where it is? I thought you were in charge of all the monster-related information. Don't ask me! Even I've never seen anything like that before. That was no monster. His name is Pharaoh. Do you know about him? I saw him earlier when I was traveling with my friend, and it was my friend who knew his name. Why would your friend know the name of something like that? Where did you see it? It was on the Desire continent, in the sands of Kogor. That's the continent to the southwest of Tolbikia. The continent of Desire. The desert. You don't just go marching off to a desert because someone saw a monster. He's right, you know. I wonder if that fairy tale could be... Fairy tale? Something I read at the castle. A tale about a monster that speaks, who lives in the sands of Kogor. There are always stories like that. Like the one about the monster in the sea who talks to people. I think you've got it backwards. Backwards? Such creatures do exist, but they have simply become the stuff of legend. It's like the saying, where there's smoke, there's fire. Yeah, but are you thinking of going all the way to a place like that alone, Estelle? Huh? Well, I... If we don't keep up this little bodyguard operation, she'll really march off on her own. What do you think? Let's take this as our first guild assignment. Hey, you're right! We'd be breaking our own laws if we let her go alone. That's right. But if this is a real job, we'll have to charge Estelle our fee. Oh, we don't need to worry about something like money, right? Nope, no exceptions. Money is a necessity for running a guild. I'm afraid I'm a bit short on funds at the moment. In that case, why don't we just figure something out later? I'll pay the fee, I promise. So let's all go together. Okay, looks like that settles it. This way we can all continue the journey. All right, super ultra courageous braves, fall out! What is that? Huh? That's our guild's name! We can't go with that. We need something easy to say that has a real snap to it. Oh, really? Well... How about something like... Brave Vesperia? It's the star that gives off the brightest light in the night sky. The brightest star! Cool! Brave Vesperia. I like it. Let's stick with that. Okay, that settles it. Ich wusste, dass Vesperia irgendwie davor kommt. Let's get to Torim Harbor and charter a boat. We're off on
on an ocean voyage to the continent of Desyer! Didn't you want to take a break at Heliord? Who needs it? Either way, we can't get to Torm without passing through Heliord. I'd also like to see how they've been doing since the Blastia went out of control. Yeah, that was pretty crazy. All right, we'll just stop in for a quick look around the city. Okay. So, first to Heliord, then from Torm to Desyer by boat. Okay, I'll try again. Brave Vesperia, fall out! Oh yeah. Yuri, I was a little surprised to hear that you're starting a guild. Well, it's not like I'll be doing it all on my own. Did Carol give you the idea? Yeah, but I've been thinking about it myself for a while now, too. I quit the Knights to find my own way of doing things. But I hadn't done anything. What Flynn said to you back in the port town, that got to you, didn't it? Nothing that guy says could get to me. He doesn't like to admit his feelings, does he? No. So. Hm. Oh, der Trompeten. Vogel. Müssen wir rumkämpfen hier. Okay. Ach, das ist schön. Ja, das Game macht Spaß. Ich hab grad so viel Spaß dran. The sign of victory. Pretty good. Jetzt haben wir auch mal abgeklatscht. Kann er für sie jetzt noch eine Waffe machen? Oh, was heißt denn das da? Das Game ist schön. Können aber das andere Essen nicht machen, weil das Rita macht und Rita nicht da ist. Ach, Rita, ey. Aber wir können ja Pudding und Salat machen. Wir machen erstmal von oben nehmen wir Salat. Dann Pudding. Dann dieses Dings da. Oh, komm her, Gegner. Diese Trompetenteile kämpfe ich gerne. Da ging aber noch nicht so viel Kämpfe gegen diese Trompeten. Der Himmel sieht gerade schön da aus. Ich muss sagen, das Game gefällt mir immer mehr. Eine schöne Story, muss ich sagen. Eine richtig schöne Story. Die Beweglichkeit ist gestiegen. Na gut. Oh nein, sieht die Stadt nicht weniger geschädigt aus als vorher? Ja, der Ort ist eher wie eine Geisterstadt. Ich glaube nicht. Doch, dass an dem Gerüst etwas dran ist. Dass Menschen plötzlich verschwinden? Vielleicht ist es ja gar kein Gerüst. Sie muss etwas dagegen tun. Wie meinst du das? Man kann es in ihrem Gesicht sehen. Wenn das der Fall ist, sollten wir in der Gaststätte die Strategie besprechen. Außerdem müssen wir auch die Blastier überprüfen. Ja, und es ist nicht so, dass Estelle den Dingen ihren Lauf lassen kann. Hier entgehen die Probleme anderer nicht, was? Schon gut, ich weiß. Also gehen wir in die Gaststätte. Alles klar.
Er kann sich richtig begeistern. Er ist so glücklich, dass er eine Gilde mit Hiro gründen konnte. Ja, ich hab das nicht nur wegen Carol gemacht. Aber du nimmst deine Gefühle wichtig, oder nicht? Also, naja. Komm schon, wir sollten uns das sogar schlechter. Ach, der Yuri. We picked a name, made laws, got our first job. We're a pretty respectable guild now. But are three members really respectable? Why not? The Dark Wings, the famous Thieves Guild, they only have three members too. Quality over quantity. Too many people get to be a headache. I prefer a small group. But you can't follow in the Dawn's footsteps and defend Dongrist without a few more bodies. Yeah, I guess. But if we just put one foot in front of the other, I know we'll be big someday. So then you're saying we can take it easy? No way! We gotta give this guild 110%! Aye, aye, Captain. No. Oh, das Game ist so toll. Ich mag es. Ah. So. Guck mir noch kurz, was wir noch so kaufen können. Können wir was kaufen? Ich glaube, das ist was für Rita. Bekommen wir vielleicht bald Rita wieder? Noch eine Waffe für ihn. Oh Gott. Was kann so machen hier? Plus eins. Ich komme nicht hinterher mit den ganzen Waffen. Ja. Was haben wir? Es wäre jetzt noch eigentlich für sie noch eine Waffe. Haben wir jetzt noch für sie was? Hä? Gab es was für sie? Judith muss auch mal was haben. Ah, da doch. Kriegspeak plus 1. Nein. 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 Darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. Gott, ich kann hier noch... Alter, ich habe Geldprobleme. Wir werden Partys hier erstmal beenden. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Now Amagi.